Ja. Und ich wollte es einfach ankündigen. Ja, also herzlich willkommen, Andreas. Ich freue mich über deinen Erfahrungsbericht zum Thema Diabetes, Diabetes 2 mit Low Carb Ernährung, ketogene Ernährung, aber auch mit dem Zusatz exogener Ketone. Beschreib uns du doch mal, wie du vorgegangen bist, wann du gestartet hast, wo du herkamst, wie viel Insulin notwendig war und dann, wo du heute bist. Wir sind sehr gespannt. Das ist jetzt vielleicht eine sehr einfache Frage, aber vielleicht sollte ich vorwegschicken, was ich eigentlich, in welcher Zustand ich eigentlich war vorher, wie lange ich Diabetes habe. Das ist jetzt sicherlich fast 25 Jahre. Ich bin insulinpflichtig und nehme auch noch nebenbei Jardiance, wodurch eben der Zucker über den Urin ausgeschieden werden kann. Ich habe ein Basalinsulin und ich habe erst als schnelle Insulin zu der Nahrung. In der ganzen Jahre ist die Menge an Insulin immer mehr geworden. Also alle anderen Tabletten, die mir vorher schon irgendwo mal durchgeschoben worden sind, mit all seinen Nebenwirkungen oder ihren Nebenwirkungen waren dann da. Und ich habe sehr früh dann angefangen, erstmal über die Ernährung nachzudenken und bin dann auf die Low Carb gekommen, was dann schon mal geholfen hat, dass man nicht weiter unnötig viele Insulindosen benutzen muss. Und jetzt über diese Ketone, die ich dann ausprobiert habe, zusätzlich zu nehmen, denn du hattest vorhin gesagt, dass es ja mal relativ schwer ist, dass einige Leute in die Ketose kommen. Von der Ernährungssituation so, wie gesagt, Low Carb. Ich mache 16-8 Intervallfasten eigentlich jeden Tag. Das heißt, ich habe große Phasen dazwischen. Aber nichtsdestotrotz ist, dass der Zuckerwert oft eben sehr hoch, gerade wenn offensichtlich bestimmte Entzündungssituationen eintreten. Ich habe dann das erste Mal die Packungen genommen und nach 2 Tagen war es eigentlich auffällig, dass wenn ich die genommen habe, plötzlich wieder in eine Art Unterzuckersituation gekommen bin. Denn ich habe ja eine Verlaufskontrolle, indem ich den Freestyle Libre habe und damit eigentlich ja minütlich sehen kann, wo meine Zuckerwerte sind. Und selbst in der Phase, wo ich eigentlich dann noch nichts gegessen habe nach dem Aufstehen und der Zuckerwert dann eben, sagen wir mal, bei 130, 140 hängen geblieben ist, was dann ja schon oft noch relativ hoch ist, und ich die Ketone dann getrunken habe, da habe ich also jetzt aber dann auch das Päckchen auf einmal mehr oder weniger getrunken, nicht über den Tag lange verteilt. Dann kam ungefähr nach einer halben Stunde, dass die Zuckerwerte runtergegangen sind und ich dann unter 100 gekommen bin. Das war für mich dann schon erstaunlich. Und natürlich hat man auch nicht so viel Hunger in dem Augenblick, wenn man das dann irgendwie nimmt. Das war das nächste Effekt, den ich gesehen habe für mich, dass ich also länger diese 16 Stunden dort nichts zu essen eben auch gut verkraftet habe. Und wenn ich dann angefangen habe zu essen, sind die Werte zwar natürlich hochgegangen, vor allen Dingen, wenn man dann, sagen wir jetzt, irgendwie doch Kohlenhydrate dabei hat. Nur sie sind sehr schnell runtergegangen und sind dann natürlich auch durchgesackt unter 60. Ich habe dann sehr schnell die Insulindosen immer in diesen Dreierschritten, auch insbesondere vom Basalinsulin, reduzieren können. Und war dann an einem Punkt, wo ich weder Basalinsulin noch schnelles Insulin spritzen musste bei Ernährung. Und das war eigentlich für mich ein sehr erstaunlicher Effekt. Der hielt zumindest eine Weile an. Man wird dann vielleicht auch irgendwann wieder etwas fahrlässiger, weil es so toll funktioniert. Und nimmt natürlich auch wieder mehr Kohlenhydrate zu sich, weil man nicht mehr ganz so streng dabei ist. Auffallend war, dass ich, wenn ich die getrunken habe, obwohl ich die Gesamtmenge an Flüssigkeit dadurch gar nicht erhöht habe, weil ich dafür andere dann Wasser weggelassen habe, wenn ich über den Tag verteilt nochmal was anderes getrunken habe, dass ich häufiger Wasser lassen musste. Das ist das Nächste, was dann eigentlich dann aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob was in der Verbindung mit der Jarnians-Tablette dann passiert
Auf jeden Fall hat es irgendeinen Effekt auf die Nierenfunktion, sodass dadurch irgendwo auch mehr dann vielleicht Zucker ausgeschieden wird und ich deswegen runtergesackt bin. Ich habe das dann eigentlich jetzt 3 Monate lang gemacht. Dann stieg leicht mein Zucker wieder an, weil ich eigentlich das Basalinsulin überhaupt nicht mehr hatte. Und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich mal aufgehört habe, wieder ausgesetzt habe, um zu schauen, wie ich wieder in die Insulinsituation reinkomme. Wie viel Insulin brauche ich, obwohl meine Ernährung eigentlich immer noch Low Carb an der Stelle ist. Ja, also ich esse jetzt höchstens mal morgens eine halbe Scheibe Brot oder morgens ist dann bei mir mehr mittags mein erstes Frühstück. Und das reicht aber auch schon, das um meinen Zuckerwerte sehr hoch schießen zu lassen. Wenn ich die Ketone getrunken hatte, ist das eben halt nicht so deutlich gewesen. Da bin ich nicht über 150 dann gekommen. Wenn ich jetzt die Ketone weg habe, da komme ich halt dementsprechend auf 200, 220, je nachdem, welches Brot es vor allen Dingen ist. Und ich muss jetzt dann halt wieder Insulin dann hinzufügen, um dementsprechend schneller wieder runterzukommen. Also die Zeit dauert dann sehr lange, bis es irgendwie wieder auf den normalen Wert kommt. Das ist eigentlich das, was ich davon berichten kann, dass es ein Effekt deutlich in den Werten zu sehen war. Warum auch immer, das muss mir jemand anders erklären. Ob es daran liegt, dass diese vielleicht zyklischen Entzündungsschübe, die bei mir oft waren, wo ich dann immer gesehen habe, es gab Phasen, obwohl ich meine Ernährung gar nicht geändert hatte, gar nicht mehr Kohlenhydrate, also zumindest nicht sichtbar zugenommen habe, dass aber mein Bedarf an Insulin dann höher war. Und das dauert dann manchmal 2-3 Wochen und dann geht das wieder runter und dann kann ich mein Insulin wieder runtersetzen. Und das kommt alle paar Monate eigentlich immer so in so einem Schub. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, dass in dem Augenblick, wo ich dann überhaupt kein Insulin mehr gebraucht habe, ich hatte das Stadianz habe ich natürlich noch genommen, das war die einzige Medikamentation, die ich an der Stelle noch hatte, dass ich dann wieder in eine etwas größere Entzündungssituation gekommen bin. Ja, also vom Darm her, von ich weiß nicht, was da immer dann passiert. Ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann. Und was ich ganz großartig finden würde, wenn man dort sich mehr mit auseinandersetzen könnte und das auch wissenschaftlich untersuchen würde, was passiert eigentlich? Welche Studienlage haben wir denn zu diesen Dingen? Weil ich mir vorstellen kann, dass auch andere Leute davon profitieren können. Und was wichtig wäre, ist ja auch, ob das dann dauerhaft ist oder ob das eine Phase ist, wo das am Anfang kommt und ob nachher dann sich der Körper dann wieder daran gewöhnt und dann müsste man entweder mehr davon nehmen, um wieder gut zu stehen, dass man dann ganz normal essen kann. Natürlich normal heißt für mich immer Low Carb. Um dann da eben gut über den Tag zu kommen. Ja, herzlichen Dank, Andreas. Bettina, möchtest du als Ärztin da nochmal Stellung drauf nehmen und dem Andreas antworten zu können, was deine Vermutung sein könnte, warum das am Anfang einfach so funktioniert und hat es vor allem, ich mag die Antwort vermute, was du sagst, aber ich würde dich trotzdem gerne fragen, deine Meinung wissen, ob es eine Gewöhnungsphase da gibt, so dass es mal dann funktioniert und mal nicht, oder hat es wirklich mit den Entzündungsparametern dann auch zu tun, dass man Insulin dann eventuell dann doch braucht oder nicht? Ich bin ja keine Diabetologin, auch wenn ich mich mit dem Thema. Du müsstest mich wieder zulassen, dass ich laut bleibe. Du bist laut, genau. Danke. Ich habe ja nochmal gesagt, ich bin Zahnärztin, keine Diabetologin. Auch wenn ich mich mit dem Thema Zucker und Ketone oder ketogene Ernährung sehr viel beschäftigt habe. Meine Vermutung geht natürlich dahin, dass das was mit den Signalwirkungen, das heißt mit der Runterregulation der Entzündung, aber auch mit der Hochregulation unter Umständen von bestimmten Genen, die abzulesen sind, zusammenhängt. Das muss man sicherlich wissenschaftlich erforschen und da ist ja die Uni München im Moment ziemlich gut dabei, jetzt nicht mit exogenen Ketonen. Ich denke, das wird in nächster Zeit auch dazu kommen, aber im Moment noch mit ketogener Ernährung Untersuchungen zu machen
Und die sagen ganz klar, Entzündung wird runterreguliert, Immunsystem wird hochreguliert. Und all das ist ja auch beim Diabetiker im Prinzip so, dass die Entzündung runterreguliert wird, hat sicherlich einen Benefit. Und dass die Gene gegebenenfalls besser abgelesen werden können. Durch eine Dauerentzündung schädigen wir unsere Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke. Und eine ketogene Ernährung respektive exogene Ketone pushen auch die Neuherstellung von Mitochondrien und die Funktion von Mitochondrien. Dann hat es sicherlich auch Einfluss darauf, auf den, es gibt ja einen sogenannten gesteuerten Zelltod. Also wenn wir Zellen haben, die nicht mehr richtig funktionieren, diese sogenannten seneszenten Zellen, die sicherlich in dem Pankreas von einem Diabetiker vorhanden sind, also welche, die noch da sind, die aber im Grunde genommen nicht mehr das tun, was sie machen sollen, sprich Insulin produzieren in ausreichender Menge, die irgendwie sowieso kleine Zombies da umherschwabbern und letzten Endes durch das, was sie da tun, irgendwelchen Quatsch machen, eine Entzündung generieren. Also auch die könnten dem gesteuerten Zelltod, der sogenannten Apoptose, zugeführt werden, dass wir weniger von diesen seneszenten Zellen haben und wieder mehr funktionierende Zellen über diesen Umweg, dass wir die Mitochondrien pushen, also sowohl die Mitochondriengenese wie auch die Funktion von Mitochondrien pushen, weil ohne Energie ist alles nichts. Ja? Wir können weder Insulin produzieren, noch gescheit schwatzen, so wie wir jetzt hier in dieser Runde, noch darüber nachdenken, was wir tun. Für alles brauchen wir Energie und dazu ist eben halt diese Loslösung von diesem Kohlenhydratstoffwechsel, der ja beim Diabetiker nicht richtig funktioniert, kriegen die Zellen, die was tun müssen, Energie via Ketonen und können deswegen auf eine viel vernünftigere Weise funktionieren. Und das würde das eigentlich alles erklären, was du uns gerade näher gebracht hast. Zuckerstoffwechsel funktioniert nicht richtig, funktioniert nur mit Zuführen von Insulin in der richtigen Menge und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir trotzdem diese Entzündung im Körper. Und die Ketone hebeln das aus, indem die sagen, ist mir doch egal, ob dein Zuckerstoffwechsel funktioniert oder nicht. Ich wähle einfach den anderen Weg und versorge dich mit Energie auf meine Art und Weise. Und dadurch funktionieren viele Regulationsmechanismen und auch das Leben in vielfältiger Hinsicht besser, wenn wir uns Kohlenhydrat unabhängig machen können via Ketonen. Ja, würde das so ein bisschen erklären, wie du das empfunden hast? Ja, ich habe mir das in der Richtung schon gedacht, dass es so ist. Mir ging es natürlich darum, wie weit ist man da jetzt eigentlich schon im Stand der wissenschaftlichen Forschung oder von Studien, ob man sich dann daran gewöhnt. Weil ich hatte plötzlich das Gefühl, dass diese starke Wirkung, die in den ersten Zeit war, was natürlich daran liegen kann, dass ich natürlich aufgrund das Basalinsulin ist ja eigentlich nie weg. Man spritzt ja eigentlich immer nach. Und bis das dann aus dem Körper raus ist, bis das eigentlich vorbei ist, dauert es ja mehr als 24 Stunden. Das sackt zwar schon ab, aber es ist irgendwie noch vorhanden. Und deswegen bin ich am Anfang natürlich auch weit runtergekommen mit den Zuckerwerten, was dann nachher vielleicht nicht mehr so war, weil diese Grund-Insulin-Substanz ja nicht mehr da ist. Und das Basalinsulin wirkt ja nicht dauernd, sondern das kommt ja erst dann, wenn Kohlenhydrate zugeführt werden, dass es dann überhaupt das Insulin quasi freisetzt, um es mal so zu sagen. Im Gegensatz zum schnellen Insulin, was ja als Insulin sofort dann verfügbar ist. Also deswegen habe ich gedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich dadurch dann hochgekommen bin und dass man dann natürlich dann weiter gucken muss, dass man da jetzt nicht plötzlich nach oben wieder rauskommt, dass man in Werte kommt, dass der HbA1c-Wert nachher zu hoch kommt auf Dauer. Also insofern glaube ich, ist es wichtig, wenn man das macht, dass man tatsächlich das Monitoring der Zuckerwerte hat, damit man wirklich sieht, was dort passiert. Wenn es nicht ein Effekt wäre, der jetzt das Messgerät nur einfach sagt, ich hätte niedrigere Werte, das könnte ja auch sein, was ich aber im Augenblick nicht glaube. Und es hat mir eigentlich geholfen, was mir sonst, wenn ich versucht habe, mich ketogen zu ernähren, dahin zu kommen, dass ich als Diabetiker sehr lange brauche. Weil ich natürlich einen sehr hohen Verzuckerung im Grunde genommen schon habe, auch mit dem Insulin. Es ist ja, Insulin haut mir den Zucker ja nicht raus, sondern es bringt mir den ja nur in die Zellen, obwohl die eigentlich voll sind und eigentlich schon dicke Backen haben und nicht wissen, wohin. Und ich haue noch mehr Insulin drauf, damit die dann noch mehr reinkriegen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr wollen. So stelle ich es mir einfach mal vor oder würde ich es mal bildlich sagen. Und
Insofern denke ich mir, ist es immer der falsche Weg, nur das aus dem Blut herauszukriegen, aber woanders in die Zellen hineinzuproppen und die Zellen eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie damit machen. Ich glaube, das ist eigentlich immer eine schwierige Sache. Und es dauert dann sehr lange, wenn ich da auch fastenmäßig da unterwegs bin, bis eigentlich meine Leber sagt, jetzt habe ich nichts mehr. Die schießt dann noch sehr, sehr lange nach. Also die hat offensichtlich dann noch genug vorhanden, dass ich mit meinen Zuckerwerten sehr schnell noch immer noch hochkomme, obwohl ich eigentlich gar keinen ganzen Tag über keine Kohlenhydrate esse. Ich kann dann 24 Stunden keine Kohlenhydrate, also null Kohlenhydrate haben, dass ich noch immer das Gemüse esse, um da irgendwelche Sachen hinzuzubringen. Und bin trotzdem nach 3 Tagen immer noch so, dass ich dann mal morgen Zucker habe, der dann irgendwo bei 150 rauskommt. Ja? Der geht dann tagsüber zwar runter, aber in der Nacht steigt er dann halt an und kommt eben hoch. Und das war bei den Ketonen interessanterweise überhaupt nicht. Ich bin dann auf ein Level runtergekommen, sagen wir mal bei 120 abends ins Bett gegangen und dann war der morgens bei 120. Und ich konnte dann an meinem Monitoring sehen, dass es über die ganze Nacht nicht zwischendurch hoch oder runter geht, sondern steht dann wie ein Strich, steht er da. Und wo das so ganz tief war, da bin ich mit 80 ins Bett gegangen und morgens früh war er bei 80. Ja. Und das war für mich wirklich erstaunlich, dass es eigentlich diesen Effekt hat. Und es durchaus immer noch, obwohl es dann etwas nicht mehr ganz so deutlich war, auch nach 3 Monaten immer noch so war, dass ich morgens die Ketone auf nüchternen Magen getrunken habe, dass dann nach ungefähr einer halben Stunde ich deutlichen Einbruch des Zuckerwertes sehe und dann auf einer Größenordnung von 120 eigentlich lange bleibe, bis dann eigentlich das wieder verbraucht ist und dann erst der Zucker weiter runtergeht gegen Nachmittag. Und dann ist dann der Moment, wo ich normalerweise anfange zu essen. Und dann war ich immer bei einem Zuckerwert bei unter 100. Ja, und das habe ich eigentlich mit Insulinspritzen nie hingekriegt. Und das fand ich eigentlich toll. Und deswegen, wenn das wirklich ein echter Effekt ist, der langzeitig besteht, dann kann ich nur sagen, sollte man sehen, dass man da mehr den Leuten das klar macht, was da passiert. Ja, Forschung ist ein weites Feld, besonders wenn es um die Finanzierung von Forschung geht. Das ist ja leider. Im anderen Bereich, also das Vitamin D bei Patienten mit MS hat die Britta höchst selbst in Eigenaktion eine große Studie schon fertig finanziert und eine Studie ist sie noch dabei, glaube ich, zu sammeln, wenn ich das richtig verstanden habe, um die auch durchführen zu lassen. Und sag uns mal bitte den Betrag, den du zusammengesammelt hast, um diese beiden Studien, die echt wirklich sehr aussagekräftig sind, zu finanzieren. Genau, wir mussten ja mit beiden Studien, die Summe ist noch nicht ganz klar für die zweite Studie, was wir da brauchen für die Datenanalyse, was die Epigenetik angeht, aber wir werden bei 1,5, 1,6 Millionen Euro sein. Und dann ist es wirklich so, wir machen das an der Charité. Und das zu Andreas, da deine Frage, was machen wir mit exogenen Ketonen und Diabetikern, wenn das so toll funktioniert? Das ist immer die Frage, also der die Studie bezahlt, der darf auch bestimmen, ob es veröffentlicht wird oder nicht. Und die Charité sagt eben auch, wenn du kommst und willst es haben, dann musst du es bezahlen. Mhm. Bei Vitamin D ist es so, da hat keiner ein Interesse dran, weil Vitamin D kostet nichts. Und bei Diabetiker weiß ich, das ist von der Firma Fresenius, wird der Insulin produziert oder die sind ganz groß, die Diabetiker zu versorgen. Das ist ein Riesenmarkt mit steigenden Zahlen. Ja, und da hängt natürlich ein riesen wirtschaftlicher Zweig auch dran. Und da ist immer die Frage, will man das überhaupt, dass das so groß gemacht wird, dass es Menschen damit besser geht, dass man weniger Insulin braucht und so. Also da muss man immer vorsichtig sein, wenn man da begegnet. Und ja, das sind meine Erfahrungen, die ich mit den Autoimmunerkrankungen Hochdosis Vitamin D gemacht habe. Aber bin überzeugt davon, dass es Menschen hilft. Wir haben die ersten Erfahrungen gemacht über viele Jahre. Die erste Datenhebung liegt auch auf dem Tisch. Professor Friedemann Paul, der das durchführt, der sagt, ja, ich muss das auf jeden Fall wissenschaftlich beweisen, aber er meint, glaube ich, heute schon immer so zwischen den Zeilen auch zu wissen, was bei der Studie rauskommt. Aber das ist eben einfach so, dass wir da durch müssen und wir das nicht anders handhaben können. Genau, also vielen lieben Dank, Andreas, dass du uns da noch hast teilhaben lassen und danke für deine Offenheit. Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir noch Zeit und Lust haben, es sind immer noch 93 Leute im Raum, es warten immer noch 5 Menschen, die gerne in den Raum wollten. Ich komme da gar nicht dazu, das nebenbei alles zu administrieren.
Aber ich würde jetzt dann trotzdem, weil alle so tapfer auch durchgehalten haben, die Fragerunde doch noch starten wollen. Es waren doch einige Meldungen und Handzeichen. Kurz noch die letzten Fragen aus dem Chat. Wenn ich das gerne. Ich sehe exogene Ketone in der Schweiz erhältlich, beziehungsweise lieferbar in die Schweiz auf Umwegen, kann ich dazu nur sagen. Wird nicht direkt beliefert, ist aber machbar. Vielleicht da die Sibylle. Sibylle, melde dich mal. Eine Schweizerin mit viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Vielleicht kannst du, weiß ich nicht, entweder über Briten oder wie auch immer ihr da zusammenkommt. Das ist die Antonia Schneidecker, die das gefragt hat. Eine einzige Person. Dann war noch die Frage. Ganz kurz, Bettina, die Sibylle soll bitte ihre E-Mail-Adresse, wenn sie es mag, reinschreiben, dann sind die beiden. Genau. Ja, dann können